Herr Höhnemann, können Sie uns da sagen, warum das passiert ist, wie es zu dieser Panne kam? Na, das kann ich Ihnen nicht sagen, da müssen Sie die Luftwaffe fragen. Wie ist die Situation denn aktuell bei Ihnen? Entschuldigung, die aktuelle Situation ist so, dass wir jetzt seit etwa einer Viertelstunde den Flugbetrieb wieder aufgenommen haben. Seit etwa 20, 25 Minuten werden wieder Leute geboardet und Gepäck angenommen. Das bedeutet, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, hier zu fliegen. Das heißt, das Flugzeug, das Beschädigte, ist von der Rollbahn runter und wir fangen jetzt langsam mit dem Flugbetrieb wieder an. Wie muss man sich die Situation vorstellen? Hat der Pilot da noch einen Notruf abgesendet? Der ist ja da irgendwo schließlich auf der Landebahn dann liegen geblieben. Ja, das müssen Sie bitte die Luftwaffe fragen, wie gesagt. Aber Sie müssen ja als Flughafenbetreiber das Ganze mit beobachtet haben. Das muss ja irgendwelche Auswirkungen bei Ihnen gehabt haben. Die mussten ja immerhin den ganzen Flugbetrieb umleiten. Ja, wie gesagt, der Flugbetrieb musste umgeleitet werden. Wir haben insgesamt 12 Maschinen nach Tegel umgeleitet. Also Leute, die eigentlich dachten, sie landen in Schönefeld, sind dann in Tegel gelandet. Da das beides Berliner Flughäfen sind, ist das möglicherweise nicht ganz so schlimm, wie wenn man ganz woanders landet. Dann haben alle Flugzeuge, alle Airlines, die jetzt in der Zeit, in der die Flugbahn gesperrt war, fliegen wollten, die sind natürlich nicht geflogen. Die haben alle entsprechend Verspätung. Also ganz wichtig für alle Reisenden, es werden alle noch fliegen, aber wir fangen also jetzt wieder mit etwa 2 Stunden Verspätung oder 2,5 Stunden Verspätung an, diese Flüge nachzuholen. Wichtige Hinweise also für diejenigen, die noch ab Schönefeld heute fliegen wollen. Dankeschön dafür in Richtung Schönefeld. Sehr gerne. Tschüss.